EA Sports. It's in the game. Und damit herzlich willkommen zurück beim Gary und bei Hansa Rostock. Guten Abend, liebe Leute. Es ist FM-Zockerzeit. Ne? In der Scholz Arena bei Aalen geht's gegen den 14. der Tabelle. Und da sind wir 50 Punkte, fast 60 Punkte stärker. Das müssen wir natürlich gewinnen. Topspiel ist es nicht. Topspiel haben wir Frankfurt gegen Ingolstadt, Freiburg gegen Sandhausen und Düsseldorf gegen Bochum. Ich denke, das ist hier eine ganz, ganz wichtige Geschichte auch für uns, wie sich hier Frankfurt zu Hause gegen Ingolstadt präsentiert. Wenn die da federn lassen, dann sehe ich hier eigentlich schon die erste Liga winken, und zwar ganz laut. Wie auch immer man laut winkt. So, wir gucken mal rein, wie es hier so aussieht bei euch in den YouTube-Kommentaren. Bei FM-Zocker gab es einige Likes und vor allem, da gehen wir doch erst FM-Zocker ein. Und da hat der BS3N, ich lese das so für mich, als würde das Besen heißen sollen. Also ich sage einfach Besen. Der Besen hat sich gemeldet, er hätte gern den Jugendspieler, den rechten Verteidiger, den Österreicher. Ich habe ihm zurückgeschrieben, dass ich mich sehr freue und das meine ich auch ernst, dass du bei mir hier mitguckst. Habe ich gar nicht gewusst und dann hast du geschrieben, von wegen wärst du auch erst neu dabei jetzt, so die letzten Folgen. Cool, sehr schön. Herzlich willkommen an Bord bei der Kogge sozusagen. Ich hatte dir geschrieben, wenn dich da der Frank zum Beispiel für meldet, dann würde ich den dem Frank geben wollen, weil der länger dabei ist. Hat er sich jetzt nicht explizit gemeldet, aber dafür hat sich der Kollege Patze gemeldet, mit dem ich ja auch immer mal rechnen kann. Ne? Wenn es kritisch wird, kommt der Patze um die Ecke und haut mir was um die Ohren. Zurecht. Und das ist auch wichtig. Und deshalb würde ich gerne Patze geben. Also Besen, bitte nicht traurig sein. Da kommen bestimmt nochmal Jungs ran. So, apropos Jungs ran. Wir gehen dann einfach in die Jugendmannschaft und gucken mal, was da noch so rumspringt. Vielleicht findet der eine irgendwas. Paulchen hat auch direkt gefragt, ob er mal in der zweiten Mannschaft spielen könnte. Ne? Paulchen hat hier unseren Jachimes. Wo ist er denn? Ach, der ist verletzt gerade hier. Schade. Den hat er 7 Tage, bist du verletzt. 51 in der zweiten Mannschaft bringt uns nicht viel. Also überhaupt gar keine Schnitte. Selbst die Gurken aus der zweiten Mannschaft sind da noch besser. Dann haben wir den Fehler ja schon mit Georg Gattas gemacht, den zu früh hochzuziehen. Also von daher lassen wir das so, dass du da in der Jugend drin bleibst. Und ich will ja, dass das wird mit dir. Ne? So, dann hat sich noch gemeldet der Rudi. Vielen Dank, dass ich in der Stammelf spiele, aber eigentlich auf der falschen Position. Ne? Ist auch in der Jugend. Da war ich auch gerade am Gucken eigentlich. Ne? Jetzt bist du auch schon nicht mehr hier drin. Also Quote, da müssen wir. Im Moment ist der Schrick ein bisschen besser. Kriegen wir hin. Hauptsache er spielt, ne? Also jetzt im Moment nicht. Passiert, ne? Also, dann der Patze hier. Klasse Folge, Mannschaft ex prima. Bin gespannt, wie es in der ersten Liga nächste Saison läuft. Ja, du rechnest schon mit dem Aufstieg, so sieht's aus. Den müssen wir zusammenhalten, den Kader. Troupé wechselt ja auf jeden Fall. Flecken wird er auch nicht verkaufen. Da ist halt die Frage, wie das läuft nächste Saison wegen, wegen der Leute, die nicht verlängern wollen. Ne? So, dann hattest du nochmal hier Alo Ibims nochmal, hätte gerne einen RV. Patrick Ludewig, Bild darf ich mir eins aussuchen, mache ich eben für die nächste Folge. Jetzt geht's erstmal hier ran. Vorname Patrick mit CK oder K? Ne, CK. Ludewig. Ja, das passt. Zu einem Kollegen, ne, hier aus Österreich, und dann ist es Patze. Patze. Ja gut, Patze Ludewig, herzlich willkommen an Bord, ne? Trainingsziele hast du schon drin, einen guten Mentor hast du auch, da fehlt nur noch ein Bild, ne? Ja. Wenn ich jetzt clever bin, dann mache ich jetzt sofort hier ein Foto, und dann mache ich auch, und dann ist da nächste Folge einer dabei. Herzlich willkommen in der Jugend von Hansa Rostock. So, dann hat der Snoop Abi 51 geschrieben. Ich weiß gar nicht, du hast schon mal geschrieben, ne? Nicht so oft, aber gar nicht so uninteressant. Er hat geschrieben nämlich von wegen, ja, wenn der Artikel 13 kommt, ne? Da geht es ja um die Rechte bei YouTube und das Hochladen von kleineren Kanälen und so weiter und so fort. Dann hofft er, dass ich meine Videos in einer anderen Plattform hochlade. Also ich gehe erstmal davon aus, selbst wenn das Ding kommt, wird YouTube da jetzt nicht so sonderlich von betroffen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ihre
ja, ich sag mal, Lebensgrundlage sich dann nehmen. YouTube läuft natürlich über die großen Sachen auch, ne? Aber wenn die jetzt hier anfangen, kleine Sachen richtig rauszunehmen, ja, dann weiß ich nicht, wer soll sich denn mit YouTube noch beschäftigen? Dann haben wir nur noch Musikvideos und seit MTV und Viva zeigt sich auch, dass Musikvideos ja so lala sind. Ne, da kann man zwar Punkte mit holen, aber meiner Meinung nach ist das nicht die große Baustelle von YouTube. Naja, lassen wir mal uns drauf ein und gucken uns das an. Ne? Dann hat der Ronny noch geschrieben: Wir haben erst haben wir ein Stürmerproblem und jetzt haben wir einen Überschuss. Ja, mein Lieber, da geht's einfach. Da machen wir einfach hier das klassische 2-2-6-Spielsystem mit 6 Stürmern vorne und dann klappt das in der ersten Bundesliga, würde ich sagen, nächstes Jahr, oder? Dann haben wir auch kein Stürmproblem. Ne? Auf jeden Fall, wir müssen im Sommer mal gucken, wie wir es machen mit den ganzen Jungs, die da vorne drin rumspringen wollen. Dann haben wir noch Chemie Leipzig gehabt. Korge hat ihren Lauf und ja, hält weder Ochs noch Esel auf. Gegen Frankfurt wird ein Fest, sagt er, hat er sich schon eingeplant im Kalender. Er hofft da drauf, dass wir es kriegen. Und ja, nächstes Jahr sieht es im Sturm so toll aus. Und ich soll mal noch bei Chemie reingucken. Das werde ich machen nach dem Spiel und dann gibt es auch noch den letzten Kommentar von Islander. Jetzt sehen wir erstmal zu, dass wir gegen VfR Aalen loslegen können. Auf geht's, meine Lieben. Ich muss mal gerade was futtern. Man kriegt gerade Schnaps hier. So. Oh, hast du gerade dein Essen runtergeschluckt? Dann tritt der Tom Weiland und Dennis Strauß hier um. Rote Karte muss es da geben, aber es gibt nur die gelbe Karte. Mann, 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 also furchtbares Ding. Ganz furchtbar. Meine Herren. Ja, bisher auch furchtbares Spiel hier. Und jetzt, ja, Weiland nochmal grätscht Strauß schon wieder mit dem. Was hat der denn mit dem? Ja, und dann gibt's gelb-rot. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das hier weitergeht. 20 Minuten gleich gespielt, wir sind ein Mann mehr und es ist im Moment hier ganz, ganz übles Fußballspiel anzusehen. Jetzt vielleicht mal die erste Chance über die rechte Seite mit Vasilidis, der legt zurück auf Schmidt. Belic kann den Ball halten, aber dann kommt Knöll von hinten an und 1:0 für Hansa Rostock. 1:0, sehr schönes Ding. Wunderbar, also Aalen, habt ihr euch natürlich jetzt auch einen eingebockt hier, ne? Mit einer gelb-roten Karte hier in 15 Minuten und zweimal denselben Kollegen umgehauen. Also was hat der denn gegen den Strauß? Der ist auch netter. Zweite Chance jetzt mit der rechten Ecke von Beste. Schmidt steht da frei vorm Tor. Legt ihn sich noch auf den anderen Fuß. Jetzt kommt Kister und drückt den Unwert zur Seite. Ja, muss er doch einen Elfmeter geben. Das gibt's doch nicht. Freistoß für... Ach so, nee, andersrum. Ja, komm. Ach, komm. Aber hätte er mal den nicht einfach hier direkt mal draufziehen können, ne? Der Schmidt. Schade drum. Naja, gut. Momentan sieht es hier nach Sieg aus. Wir können mal loben. Und weiter bei Frau Grigic. Jetzt. Belic kommt heraus und Hachi Wright. Ah, ja. Da haben sie sich versucht, den Ball zu holen. Aber Belic ganz, ganz stark mit rausgekommen und den Ball da weggeklärt. Mit dem Kopfball als Torwart. Das ist immer sehr stark. Flecken kein Problem mit der Flanke von Nate. Ja, den Nate hatten wir auch schon mal auf unserem Zettelchen. Ne? Wie sieht's denn bei dem aus hier, Nate? 76er ZM. Den könnten wir eventuell auch mal nächste Saison anfragen, wenn uns bei Mittelfeldspielern einige Leute verlassen wollen. Gerrit Wegkamp macht mal währenddessen hier das 1:1. Was soll denn das? Tjo. Also das gibt's ja nicht. Also hier deutlich stärker und dann liegen die hier nicht mit 8 Toren in Führung. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt aber noch vor der Halbzeit, da kreuzen sich vorne die Stürmer, die Wege. Jakobsen spielt den Ball in die Schnittstelle auf Hachi Wright. Ja, und der macht das Ding. 10. Tor in dieser Saison. Der Typ, ne? Der hat eine Rückrunde wie ein Laubgebläse, ey. Immer volles Rohr. Vorne drauf. Boah. Unfassbar. Ganz, ganz, ganz stark. Ja, momentan, wir liegen noch nicht so weit vorne, dass ich hier unbedingt wechseln möchte. Ich finde, da muss noch mindestens ein Tor kommen, dass wir hier auf der
Kapselbrellung bei Beste. Ja, dann kommt Troupé rein auf der linken Seite. Ist nicht seine Stammposition, aber immerhin kann er damit als 72 auftreten. So gut wie Strauß auf der rechten Seite auf seiner Stammposition. Ne? Tore Jakobsen jetzt auch mit einer gelben Karte. Also es ist ein ziemlich kartenreiches Spiel hier. Kannst du bald Mau Mau spielen, wenn es so geht. Und Aalen hat sich noch nicht aufgegeben, das muss man ja sagen. Hier Flanke von der linken Seite. Wegkamp setzt sich gegen Posch durch, köpft, aber über die Latte. Das ist ein bisschen zu wenig, was wir hier bringen. Hutchie Wright kommt jetzt mal raus. Zwar ein Tor gemacht, aber sonst nicht allzu viel gemacht. Krigic bringt jetzt den Ball nach vorne. Geier und Belch. Ja. Wollen den Ball abschirmen. Vielleicht kann ich das nochmal umändern hier. Nee, ne? Kann ich jetzt nicht mehr umändern, oder? Ja, doch, kann ich. Dann kommt Köpke für den Knöll, damit der seine gute Note hier mitnimmt. Ja, die wollten den Ball abschirmen da. Und dann hat es geklingelt. Da hat der Knöll es gerochen, ne? Ja, wunderbar. Brotlose Kunst jetzt hier von Hansa Rostock. Hin und her wird der Ball gespielt und dann denkt sich Hutchie Wright, jetzt musst du mal schießen. Ja, schießt aber am Tor vorbei. Ne? Knapp, aber macht's halt. Ne? Nicht drin, ist auch nicht drin. Wie sieht's denn hier aus? Wir sind jetzt 8 Punkte vor Frankfurt. Das heißt, die kriegen doch gerade auf die Nuss. Das ist doch klasse. Das ist doch klasse. Nein, das ist nicht klasse. Posch verletzt, wird behandelt. Oh, oh, oh. Mir schwarmt da ganz Böses. Einwurf. Riese ist auf der linken Seite durch. Verlad. Ja, fast ein Eigentor, aber ich glaube, es wird noch Villarreal. Ja, Villarreal wird es noch gesteckt, dieses Tor. Meine Güte. Was denn hier für ein Spiel? Vasilis auf der rechten Seite versucht sie jetzt nochmal mit einer Flanke. Hutchie Wright ist da und dann kommt Geier an und haut ihn um. Das gibt's doch gar nicht. War auch kein Elfmeter. Also, Schiedsrichter, was ist los mit dir? Mann, Mann, Mann. Und jetzt schon wieder die Aalen. Riechen die jetzt hier noch einen Punkt oder was? Der letzte Pass von Riese ist aber dann doch nicht gut genug und Flecken kann den Ball aufheben. Mann, Mann, Mann. Ja, Posch versucht nochmal und dann lässt er sich auf den Boden fallen. Muss leider raus. Ballanta ist ein Punkt schwächer als er, also von daher ein sehr guter Ersatz, aber das ist natürlich bitter, ne, für Posch. Dann ist er im Spitzenspiel nächstes Mal nicht dabei. Oh Mann. Pascal Köpke jetzt mit. Was macht denn der? Wischt dem Kister da durchs Gesicht. Oh, kriegt nur gelb. Meine Güte, also ganz, ganz schwieriger Schiedsrichter hier. Der hätte schon. Oha. Die rote Karte noch früher ziehen müssen gegen Weiland und hier auch rot geben müssen. Ganz eindeutig. Mann. Mann, Mann, Köpke, was ist los mit dir? Und jetzt schon wieder bleibt da einer liegen, der Gerrit Wegkamp diesmal. Mensch, 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 was ist denn hier wieder los, ey? Achso, wir haben schon dreimal gewechselt, ja gut. Villalba von der rechten Seite mit einem Freistoß, schießt aber ganz weit am Tor vorbei und es gibt Abschuss. 88. Minute, Hutchie Wright geht nochmal vorne steil, kriegt den Ball von Schmidt und dann legt er den Ball zurück auf Köpke, der muss doch nur noch einschieben. Oh. Und macht's nicht. Und macht es nicht aufs leere Tor. Pff. Eine 6,0 dafür kriegt er. Alter Schwede. Das frisst Form, Jungs. Das frisst Form. Heieiei. Eieieiei. Egal. Wir konnten hier einen Sieg uns sichern. Und Frankfurt, sehe ich, hat nur unentschieden gespielt. 2:2 gegen Ingolstadt. Und die lagen sogar noch hinten, ne? Die lagen noch bis zur 90. Minute hinten, dann kommt Burnic und macht noch gerade den Anschlusstreffer da, den Ausgleich. Also 7 Punkte Vorsprung, gehen wir ins Spitzenspiel. Das wird knackig, da wollen wir natürlich die Punkte holen, aber auch Frankfurt will die Dinger holen. Ne? Also huiuiui, Burnic hat sich auch damit noch in die Elf des Tages hier geschossen. Mann des Tages in dem Spiel wahrscheinlich, zumindest auf Seiten der Frankfurter.
Na, gucken wir mal, wer ist denn hier eigentlich oft in der Elf des Tages gewesen hier? Petrovic, auch nur 32er. Er hier, der Khedira, Samis Bruder, ne? Höfler, also alles hier so zentrale Mittelfeldleute. Unter Patrick Horst hier auch ganz stark dabei, ne? Da haben wir hier ein linkes Mittelfeld, Trippic. Das wäre übrigens die einzige Baustelle, die der Frank gesehen hat, auf der linken Seite. So, wir gucken jetzt mal hier, Knöll, der wird ja vielleicht hier noch Torschützenkönig, gibt's ja nicht. Oder Hachi Wright halt, ne? Kann natürlich auch passieren. Ja. Jetzt werden wir erstmal ein bisschen ruhiger und nehmen unsere Konzentration, gehen in uns rein für das Spitzenspiel, um da mit vollem Geist, den wir haben, mit allen Synapsen und Gehirnzellen, die wir vorweisen können, mit euch zusammen, habe ich zumindest ein paar, da geht's doch. Da geht's doch. Um viel, ne? Und ich glaube, das können wir schaffen. So, unser Chemiker wollte mal, dass ich bei Chemie Leipzig reingucke. Das machen wir natürlich, ne? Chemie, wie sieht's da aus? Oberliga, erster Platz, 6 Punkte Vorsprung. Sieht nicht schlecht aus, liebe Leute. Tore hier, Idrizi, ich weiß nicht, ob es den generell bei den Jungs gibt. Der macht auf jeden Fall eine ganz starke Saison als OM. 22 Tore bei 21 Einsätzen, ganz, ganz klasse. Und dann kommen erst die Stürmer hier, Tim Tuchel und Tommy Kind. Aha. Tim Tuchel ist auch geil, irgendwie der Name. Ja, gut, ne? Ja. Und dann hatten wir noch den Ilsander. Der Islander, der schreibt, dass er sich auch den Sega-Manager mal geholt hat. Und er sieht's wie ich. Ist nicht so ganz sein Spiel. Aber wie gesagt, ich wollte es auch gar nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Ist einfach nur nicht so mein Spiel. Ich bin hier zu Hause, beim FM. Ja, Bayern und Schalke treffen sich im Finale des DFB-Pokals. Bin gespannt. Da würde ich sogar mal ausnahmsweise den Schalkern die Daumen drücken, ne? So. Ne, war gar nicht der Frank, der es gesagt hat. Egal, der Frank hat aber auch noch was geschrieben. Wenn du gegen Fürth noch gewinnst, wirst du Meister. Haben wir ja, ne? Und, ja. Er ist gespannt. Und wenn wir hier alles richtig machen, sagt er, können wir schon die Sektkorken knallen hören. Ja, das ist Ziel der Sache, ne? Da müssen wir gucken, was da so geht. Jesper Verlaat wird angefragt. Wir werden uns das angucken, ne? Ganz klar. Gucken wir da rein. Weil in der Innenverteidigung haben wir ja auch ziemlich viele Spieler, die wir gut und gerne uns... Der ist aber auch ständig verletzt, hier Noah Corti. Gut, dass der nur ausgeliehen ist. In der Innenverteidigung haben wir gute und talentierte Spieler, die wir uns hochzüchten wollen. Und deshalb können wir, glaube ich, auf einen Verlaat momentan sogar... Oh, jetzt ist auch noch hier... verzichten. Also nächste Saison zumindest. Jetzt wird es schwierig in der Innenverteidigung, weil Linzmeier, Posch und Balanta sind nicht da. Das ist natürlich fürs Topspiel richtig scheiße. Ne? Jetzt müssen wir hier 4 Leute aus der zweiten Mannschaft hochholen, weil neben den Innenverteidigern auch noch Corti, Beste und Jakobsen hier fehlen. Also, also 4 Leute hoch. Das ist natürlich hier in die erste Mannschaft verschieben. Nächstes Spiel er hier. Auf jeden Fall unter Raphael. Dann kommt noch mit Sascha Meier. In die erste Mannschaft verschieben. Und wen haben wir dann noch hier? Beste Stärke mal gerade gucken. Tommy Gruppe, Hämmerich oder Sosa oder Ronny Schumann. Ja, nehmen wir natürlich den Ronny Schumann noch mit, ne? Nächstes Spiel, so, zack. Und dann müssen wir eben mit einer einsatzgeschwächten Mannschaft hier auflaufen. Grauer und Meier, jetzt in der neu formierten Abwehrreihe, weil Troupé auf die linke Seite muss. Grauer können wir da nicht gebrauchen, ne? Nicht so wirklich, nee, nicht so wirklich. Wobei, dafür ist dann Troupé hier besser, ne? Also, schwierige Sache. Liebe Leute, ich bin ja immer der Fan von Verteilen, ne? Dass lieber auf beiden Seiten gleich starke Leute sind, als auf der einen so richtig starke. Ja, müssen wir jetzt gucken,
Das sind natürlich nicht so schöne Voraussetzungen hier. Oh ne, scheiße, ich wollte eigentlich annehmen. Ich dachte, einmal geht noch. Verdammt. Das heißt, wir nehmen hier dafür noch ein paar Gespräche mit. Und ich sag mal so, die Jungs hier haben sich das verdient, jetzt auch mal vielleicht ranzukommen. Ne? Und vielleicht klappt's ja. Vielleicht klappt's ja. Valanta, ja, Valanta ist leider krank. Da gibt's nichts hier mit. Hallo, ich spiele mal erste Mannschaft Stamm, wenn man krank ist. Ne? Geht dann nicht. Flecken, ne? Kann auch nochmal eine gute Form gebrauchen, natürlich. Nimm's mal Knöll hier, super letztes Spiel, sagen wir da, auf jeden Fall. Niklas Schmidt können wir nicht. Grauer, dem können wir noch was sagen hier, das ist doch klar. 5 Punkte moralmäßig. Also jetzt wird's richtig spannend. Jetzt geht's darum, aufzusteigen in die erste Liga. Und dann ist mir aufgefallen, sind wir fast bei 100er Folge. Ne? Also Folge 96 haben wir jetzt hier. Und wir könnten quasi mit der 100. Folge in der ersten Bundesliga spielen. Ich bin gespannt. Ja, die zweite Mannschaft muss jetzt hier auch mal ersatzgeschwächt kicken. Dann ist das halt so, ne? Linkes Mittelfeld ist jetzt da nur so grottig. Ja, ist so. Wie gesagt, ne? Also, müssen wir mit leben. Und Eintracht Frankfurt wird sich trotzdem mit uns messen müssen. Augsburg vor Millionentransfer mit Verlat. Bin gespannt. Meister ist Bayern, wissen wir. Lukas Alario jetzt für Wolfsburg unterwegs, hat 3 Buden gemacht und hier ist es, das Topspiel. Ja, 852er Stärke, liebe Leute, das ist die erste Mannschaft hier, also die stärkste Mannschaft der Liga. Wir sind zu Hause, aber das muss natürlich hartes Brot, was da kommt. Ne? Topspiel natürlich. Bielefeld-Freiburg ist das zweite und Ingolstadt gegen Heidenheim. Oh, Leute. Ach, Balanta ist ja wieder fit. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Gerade rechtzeitig hier. Oh je, das ist sehr gut. Dann muss der Ronny leider auf die Bank. So ist es. Ronny, tut mir leid, aber in dem Spiel, ja, geht's nicht anders. Reserve hat 1-1 gespielt. Wenn ich das gewusst hätte oder aufgepasst hätte, hätte ich halt den Ronny hier unten gelassen. Dann hätte er hier spielen können. Naja, egal. Geht jetzt mehr um den Verein. Ne? Also, du kriegst ja deine Spiele auf jeden Fall. Wir gehen rein hier in die Taktik natürlich noch. Spielmacher ist bei uns unter Schmidtchen jetzt nochmal. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir den jetzt mal einstellen als Spielmacher. Und wir nehmen hier vorne Aller. Gerade nochmal gucken hier, Manndecken 84 und Verlat hatte das nicht so gut. Nee. Aller wird hier ins Knipschen genommen von Balanta. Die spielen relativ defensiv hier. Natürlich mit 3 Offensiven, aber die gehen durch die Mitte. Also bin gespannt, wie sich das hier zeigt. Auf der Außenbahn könnte es sein, dass wir da ein bisschen Vorteile haben mit unseren rechten und linken Mittelfeldspielern. Die Frankfurter Eintracht dahingegen vielleicht in der Mitte des Spielfeldes. Ne? Aber wir werden ihnen das Leben schwer machen und wir hören die Hymne. Anpfiff von Lukas Schraub. Und es geht richtig los hier. Direkt in den ersten Minuten. Ordentlich bis im Spiel. Und wir sehen hier Fabian Schnellhardt, der Fernandes mal weggrätscht. Ja, hätte man auch was Härteres geben können als Gelb. Also Glück für uns. Wir werden natürlich sagen, geht drauf. Ne? Aber die erste Chance ist für die Adler mit Jonathan de Guzman. Der will Stendera anspielen. Und dann schießt derjenige aber weit am Tor vorbei. Marc Stendera aus kurzer Tor, aus kurzer Distanz macht er ein Tor und jetzt ist er ganz netter und sagt, ja, er hätte Hand genommen. Oh nein. Und kurz darauf, also der Treffer zählt nicht, weil Stendera sagt, er hätte den Ball an die Hand gekriegt, aber es gibt jetzt einen Elfmeter hier, weil Vasilidis Benkovic umgesetzt hat. Alea läuft an, Tor, 1-0. 1-0, 18. Saisontor, Sebastian Aller. Oh je, ey. Das fängt ja nicht gut an für uns und es geht auch nicht gut weiter. Barkok auf Aller, aber Flecken geht dazwischen. Noch keine Chance für Hansa Rostock im eigenen Stadion. Das ist zu wenig, ganz, ganz viel zu wenig. Barkok schon wieder von der rechten Seite flankt, jetzt Balanta klärt. Boateng
holt den Ball zurück, wieder auf Barkok und die Flanke, ja, die ist jetzt nicht der Rede wert. Flecken, kein Problem. Das ist zu wenig, was hier bisher passiert, aber ganz, ganz viel zu wenig. Das ist ja ganz, ganz schlimm. Einsatz hier, 100% jetzt mal. Gustavsson auf, ja, tja. So, 2-0. Frankfurt kann sich im und um den Strafraum den Ball in Ruhe zuschieben. De Guzman fasst sich nach gutem Pass von Boateng ein Herz und schießt das Ding rein. Boah, jetzt kriegen wir aber hier richtig einen um die Ohren geknallt, ey. Guzman schon wieder auf Boateng. Der will den Ball schlänzen, aber Flecken ist da. Was ist denn hier los, ey? Eieiei. Und noch ein Ding. Marc Stendera steckt den Ball auf Sebastian Haller. Aber abseits. Das wäre auch... Huiuiui. Der wäre da durch gewesen auf jeden Fall. Aber die Frankfurter, die interessiert es gar nicht. Die machen einfach weiter. De Guzman jetzt. Am schnellsten reagiert er im Strafraum. Schießt aus 20 Metern. Flecken pariert den Ball sicher. Ja, ohne Flecken stellen sie jetzt schon 4-0, glaube ich. Meine Güte. Oha, das war... Ich glaube, das war die schlechteste Halbzeit in dieser Saison für uns. Ganz, ganz schwach. Meine Güte. Und dann auch noch hier die gelbe Karte, die eine rote hätte sein können. Da kommt Horst jetzt mal wieder ran. Auch wenn er nur eine 68 hat. Oder? Nee, wir brauchen... Ach, komm hier, wir brauchen Kraft nach vorne hier. Krigic kommt rein, komm. Guck mal hier, die 6, ne, hier beim Köpke. Hat die Form auf 4 runtergeknallt, ey. Alter Schwede. Gerrit... Muss er auch raus, aber wir haben keinen, der da spielen kann auf der linken Seite. Scheiße. Der macht ein ganz schwaches Spiel da. Menschenskinder. Oha. Aber wer macht hier kein schwaches Spiel, ne? Außer Flecken und Grauer. Der Grauer macht da auf der rechten Seite gut. Ja, Mensch. Aber ein Grauer alleine kann es halt auch nicht reißen, ne? So, Leute. Vollgas, wir müssen doch mal eine Chance zumindest herkriegen. Wir haben nicht eine Chance gehabt, oder? Statistiken mal angucken, nee, nicht eine. Gar keine, null. Oje, oje. Ecke jetzt nochmal von Stendera, die kommt von der rechten Seite, ist die erste in diesem Spiel und Balanta kann aufpassen und sich durchsetzen gegen Aller. Da muss man da jetzt mal mit dem Ball nach vorne laufen und mal einen Gegenanzug starten können hier. Das gibt's doch nicht. Konterchance stattdessen für Frankfurt. Aller alleine vor Flecken. Der schießt. Oh, Flecken hat das Ding. Hui, hält uns hier noch im Spiel, der Kollege. Mann. Das kann doch nicht deren Ernst sein, dass die hier so beschissen spielen. Vorne. Da kommt ja nix. Ja. Grauer jetzt auch nochmal. Langt dagegen Fernandes unglücklich hin. Zweiter Elfmeter in diesem Spiel. Oje. Oje, oje, oje. Elfmeter in Rostock. Aller legt sich den Ball zurecht, läuft am. Zack, Tor, Doppelpack. Dring, das Ding. Das gibt's doch nicht, ey. Zwei Elfmeter hier gegen uns. Ja, Hansa Rostock hat nichts mehr zu verlieren, aber es zeigt sich auch niemand, ne? Es zeigt sich hier niemand. Da können wir auch einen Köpke und Meier reinbringen. Was soll der Geiz? Pff. Dann wird vorne halt mal alles geändert. Vielleicht ergibt sich ja irgendwas. Keine Ahnung. 0-3. So ist es halt. Noch mal eine Verletzung. Diesmal für die Frankfurter. Steven, ich hoffe, du bist bald wieder gesund. Aber das gibt's doch nicht. 4 Punkte sind es jetzt noch. Vorsprung auf die Frankfurter. Und es sind noch 3 Spiele, ne? Ich meine, das ist noch in Ordnung. Aber jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht in so einen Knacks reingeraten. Ne? Dass wir jetzt auf einmal hier das Ding aus der Hand geben. Ich habe extra ja noch gesagt, es gibt keine... Taktikspielchen. Es wird Vollgas gegeben, die ganze Zeit. Und dann kriegst du hier so ein Ding eingepackt. Take away. Die Niederlage hier. Alter Schwede. Immer noch keine Chance. Kann das sein? Jetzt mal. Hoch, die erste Chance. Man glaubt es kaum. Schmidt durch die Abwehr. Barkok klärt erstmal. Schmidt ist dann noch da. Ja, 1-3. Da geht's doch. Da muss man vielleicht mal öfter nach vorne spielen. Da muss man vielleicht mal gucken, wo das Tor steht. Und dann geht's doch. Ja, aber ich glaube, habe trotzdem nicht die Hoffnung, dass das hier noch sich irgendwie ändert. Verunglückte Kopfballabwehr jetzt vor den Frankfurtern. Irgendwie landet der Ball bei Köpke aus 15 Metern. Schießt er drauf, schießt Sascha Meier an, ja. Herzlichen Glückwunsch.
Köpke versucht nochmal, diesmal auf der linken Seite, will am Barkok vorbeigehen, bleibt hängen. Setzt jetzt aber nochmal nach, er holt sich den Ball, ja sehr schön, jetzt bringt den Ball in die Mitte, ja, da ist Schmidt, er kommt zum Schuss, Volpi in die kurze Ecke, oh, gerade so dreht er das Ding noch, oh, um den Pfosten. Thiago Volpi, ich auch an den Pokémon, ne, Volpi, gibt's da nicht eins? Kruppé jetzt mit der ersten Ecke, ja, und die schießt er dem Torwart in die Arme rein. Was ist denn jetzt auf einmal los? Jetzt fangen die Kocker hier an. Meine Güte. Jetzt gibt es auf einmal Chancen. Warum nicht vorher so? Coupé auf den langen Pfosten. Köpke ist da. Aus 5 Metern köpft er aber genau auf Wolken. Aha. Warum erst so spät angefangen hier mit dem offensiven Fußball? Das gibt's doch nicht. Entlastungsangriff der Frankfurter. Guzman probiert es alleine, schießt am Tor vorbei. Ja, jetzt haben wir hier noch 4 Minuten. Die Drangphase der Rostocker ist vorbei, ganz eindeutig. Jetzt ist hier Schicht im Schacht. Wir kriegen es nicht hin, gegen die Frankfurter zu gewinnen. So ist es. Der Lahd macht dann noch Heckmeck und es gibt die nächste Ecke. Ho, 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 ho. Noch eine Ecke, weil Grauer den Ball klärt, aber gegen den Mitspieler. Tja, der hat leider auch zweite Hälfte eher Probleme bekommen. Der Grauer auf der rechten Seite. Konnte die erste Halbzeit nicht mit in die zweite nehmen. Und hier gibt es ein 1:3. Da lege ich mich fest. Hier ändert sich nichts mehr. Und wir müssen sehen, dass wir die nächsten Spiele gewinnen. Ne? Dass wir jetzt hier nicht in ein Loch fallen. Die Frankfurter nochmal in der 92. Minute. Kontern hier über Frankowski. Ja. Kriegt aber keinen Pass hin. Gut. Der arme Flecken. Bester Mann. Am Platz. Und dann muss er hier mit 3 Buden gehen. Ach, ganz klassisch ausgekontert. Im Stile einer Spitzenmannschaft hat es Frankfurt hier auch gemacht, einfach, ne? Tja, bitter. Sehr bitter. Was hatten die Freiburger gemacht? Natürlich gewonnen, okay. Hier unten tut sich langsam, aber sicher auch nicht mehr so viel, ne? Wenn jetzt hier die Duisburger und die Aalen nochmal gewonnen hätten, wäre es hier nochmal. Ah, es könnte knackig werden für Lautern, für Heidenheim. Eventuell noch Pauli, ich glaube, führt es durch. Ja, kein Mensch von uns natürlich in der Elf des Tages. Aller ist da mit seinen 2 Elfertoren. Ja, weiß ich nicht, ob man dafür in die Elf des Tages unbedingt gehört. Aber ist so. Aufgestiegen, jetzt ganz sicher rechnerisch ist der SC Freiburg. Aber ich glaube, das hätte auch kein Mensch mehr hier geglaubt, dass das nicht so passiert. Ne? Ja, Niklas Beste, da haben wir ja schon gesagt, oh, der ist jetzt vor allen Dingen 4,8 Millionen wert, ne? Dann wollen wir auch 5,5 für den haben. Und wie sieht's aus hier? Ja, da müssen wir auch ein bisschen was haben für. Müssen wir mal wieder ansetzen, glaube ich, hier die. Ne. Was für 700.000, ne. Ne. A-Junioren, die Leute zurück in der Reserve, Scouting abgeschlossen. Wir machen jetzt mal hier verträgemäßig erstmal wieder alles auf Ablöse, auf Marktwert, ne, und dann hier Forderung mal dreimal erhöhen auf jeden Fall. Das können wir sonst nicht machen hier. So, ein Horst hier zum Beispiel, 1,9 ist der Wert, die wollten 700.000 für den bieten, also Leute, ich bitte euch, ne. Ja, ich bitte euch auch um Nachsicht mit mir, ich bin jetzt ziemlich down, muss ich sagen. Und ja, hoffe, ja, auf der rechten Seite müssen wir auf jeden Fall müssen wir wahrscheinlich gucken. Aber ich will ihn auch nicht anlügen. Ne? Ich kann mir das vorstellen und deshalb sagen wir da ja, auch wenn es Moral und Form kostet. Hinspiel im Halbfinale Champions League und in der Europa League, das gucken wir uns dann an, wenn das soweit ist. Ne? Ja, wenn die auf 5,5 Millionen hier hochgehen, dann müssen wir Beste gehen lassen. Das ist einfach viel Geld. Oh, die Laien sind vorbei. Ist viel Geld und das können wir dann investieren in einen Linksverteidiger. So ist es.
Ich habe euch das ja schon mal gesagt, ne? Und ich werde das auch so weitermachen, dass bei dem guten Angebot da jemand auch wechseln kann und wechseln wird. Also Kilian hat sich um 2 Punkte verbessert. Ja, können sich den wahrscheinlich nicht leisten. Droupé würde lieber bleiben. Kaufangebot abgeben. 25 Millionen Euro. Was sagt denn hier Darius Wosch? Einer der Top-Spieler der Saison. Seine Leistungen waren weit über dem Durchschnitt der Mannschaft. Wir müssen diesen Spieler verpflichten. Da gibt es keine Zweifel. Aber wie sollen wir denn 25 Millionen ausgeben? Das wird nicht gehen. Das wird nicht hinhauen. Aber schaut euch diese Entwicklung an hier. 41 Spiele hat er gemacht. Durchschnittnote 3,0. Und er hat 3 Punkte plus geholt. Von 77 auf 80. Leider können wir uns den nicht leisten. Korti. Ne. Der ist überhaupt nicht... rangekommen, der war ständig verletzt, den werden wir auch nicht kaufen. Gut, dann haben wir den IMJ, der kommt zurück mit der 71 aus Unterhaching. Also Unterhaching, Jay, tut dir gut. Vielleicht solltest du mal Urlaub machen. Der kommt auf jeden Fall richtig, richtig stark zurück. Nils Röth, ist nicht verbessert bei Leipzig. Grube bei Stadt Allendorf immerhin um 2 Punkte. Der Lombre um 4 Punkte hat er sich verbessert. Die würden 12 Millionen bieten. Ach, 12 Millionen ist richtig viel Kohle. Und wir haben... Das müssen wir machen. Tut mir leid. Da gibt es bestimmt Ärger von euch. Aber wir haben viele gute Stürmer vorne drin. Und für einen 73er 12 Millionen. 12 Millionen ist eine Verdopplung. Mehr als eine Verdopplung unseres... Das müssen wir machen. Das müssen wir tun. Es tut mir leid. Da könnt ihr schimpfen, wie ihr wollt. Wenn ihr schimpfen wollt, sei euch das... sei euch das gegönnt. Aber ich glaube, ihr werdet mich da auch verstehen und mir mit beipflichten, dass das nicht geht. Dass wir nicht 12 Millionen ausschlagen können. Das geht einfach nicht, ne. Ja, damit haben wir einen absteigenden Ast, hätte ich bald gesagt, schon fertig, ne. Also Zapato Delombre wird nicht mehr zu uns zurückkehren. Er bleibt in den Niederlanden. Aber alles in allem, sag ich mal, ist das eine sehr gute Leihe gewesen. Jakupovic nimmt die Option wahr. Fessmann fällt nochmal aus. Wenn wir hier 12 Millionen für ihn einnehmen, das ist richtig Kohle, richtig was wir gebrauchen können an Geld. Und da werden wir nächstes Jahr mitarbeiten, mit dem Geld auf jeden Fall. Gar keine Bedenken. Da finden wir was Gutes für. Für das Geld, was wir da haben werden, plus den Aufstieg noch und so, ne, da kriegen wir was Besseres als 73. Auch wenn ich es schade finde um Delombre, weil er einfach, den haben wir hochgezogen. Ne? Aber vielleicht wird's ja auch hier, sind 10% über Marktwert, die müssen wir stellen und wenn Niklas Beste wechselt, dann wechselt er. Dann haben wir da 18 Millionen an Transfer reingeholt, dann müssen wir das Geld investieren. Ist ja auch spaßig, da nochmal neu zu suchen. Ja, die Tendenz sieht hier ein Unentschieden gegen Kaiserslautern, ein Sieg gegen Sandhausen und ein Unentschieden gegen Heidenheim. Das würde uns reichen. Das würde uns reichen. Aber wir gehen hier auf Sieg in den 3 Spielen, auf jeden Fall. Kaiserslautern ist der nächste Gegner, er lädt ein und da sind wir 50 Punkte stärker. Das müssen wir kriegen. Da gibt es gar keine Zweifel. Wir wollen aufsteigen und dann müssen wir das Spiel hinkriegen. Auf jeden Fall. So, Scouting abgeschlossen. Schlautraff hat noch wen. Patrick Horst fühlt sich unterbezahlt. Das können wir auch mal machen, damit der hier richtig Kohle wert ist. Ne? 4 Jahre machen wir. Guck mal, und dann halbe Million ist uns das doch wert hier. Kriegt er noch hier was? Und kriegt vielleicht ein bisschen weniger Auflauf Dingsprämie hier. Guck mal hier, das ist doch ein sehr faires Angebot. Ah, komm, wir sparen. Wir sind nicht großzügig, wir sind fair. Wir sind einfach faire Leute. 350.000 werden wir hier nehmen. Und ja, jetzt liegt es nicht mehr in unserer Hand, ne, ob er zu Berlin wechselt oder nicht. Ist ein bisschen sinnlos für ihn, glaube ich, weil Berlin eventuell absteigt. Ha, mal gucken. Ansonsten spielen wir nächstes Jahr gegen Niklas Beste. So ist es dann. 4:0 hat die Zweite gewonnen. Wer hat die Tore gemacht? Meier, Ziemer, Gesin und der Grauer. Ja, der Grauer.
So sieht's aus. Luke Hemmerich kriegt 14.000 Euro. Wir holen in der nächsten Folge hoffentlich wieder Punkte. Jetzt hat's mal einen Dämpfer gegeben, aber mein Gott, das musste halt irgendwann sein. Ne? Und wann, wenn nicht gegen Eintracht Frankfurt, kann man auch mal verlieren. Nach dieser krassen Siegesserie. Wir lassen die Köpfe nicht hängen, wir gehen wieder hoch. Und wir gucken uns im nächsten Spiel gegen Kaiserslautern, dass wir wieder 3 Punkte holen. Ich wünsche euch was. Macht's gut, ich freue mich über Kommentare. Nutzt den Tag. Tschüssi.